Meine Damen und Herren, wir haben heute eine neue Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern, des Ordnungspolitischen Ausschusses, zum Thema Revolution im deutschen und europäischen Wettbewerbsrecht, neue Regeln für Internetgiganten. Und Professor Justus Haukapp ist bei uns, um einen entsprechenden Vortrag zu halten. Das Internet hat ja unser Leben massiv verändert. Auch diese Veranstaltung sehen Sie, meine Damen und Herren, über das Internet. In der Corona-Krise sind wir zurückgeworfen von der persönlichen Kommunikation auf die Internetkommunikation, die viele Teile unseres Lebens jetzt erfasst. Wir hängen nicht nur passiv vor der Fernsehglotze, sondern wir hängen vor dem Computer und schauen uns an, was das Netz zu bieten hat. Jeden Tag googeln wir nach irgendwelchen Dingen und wir merken, dass die Suche auch vor allem eine Suche nach Produkten wird. Diese Suchmaschinen haben eine unglaubliche Macht als Torwächter vor dem großen Einkaufsladen, den das Internet bietet. Der Internethandel hat den Handel in den normalen Geschäften jetzt in der Corona-Krise ersetzt und vieles wird vielleicht bleiben. Die traditionellen Geschäftsinhaber sehen ihre Fälle davonschwimmen. Die Innenstädte verändern sich. Es hat eine dramatische Auswirkung auf unser zukünftiges Leben. Und es findet über das Internet eine intensive Diskussion auf ganz anderen Ebenen statt. Jeder Mensch ist praktisch in der Lage, heute Schriftsteller zu sein, indem er da in irgendwelchen Foren sich äußert. Es ist eine Proletarisierung und Demokratisierung im negativen wie im positiven Sinne des Wortes da, der Medienlandschaft. Die traditionellen Medien kommen unter Druck. Die Fernsehkanäle des Staates werden bedrängt durch die Konkurrenz vieler, vieler kleiner Kanäle, die sich da anbieten und Informationen verbreiten. Es hat eine Belebung des Austausches an Informationen jenseits der offiziellen Kanäle stattgefunden, aber es hat auch zu viel emotionalem Geschwätz von Leuten geführt, die die deutsche Grammatik nicht mal beherrschen. Also es sind ganz komplexe Dinge, die sich hier abspielen in dieser Internetrevolution. Und wer wüsste besser, uns zu erklären, um was es hier geht, als eben Justus Haukapp. Denn er ist Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie und er war lange Jahre Mitglied und auch Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung, die sich mit Wettbewerbsfragen auch insbesondere im Internet beschäftigt. Und speziell hat Herr Professor Haukapp teilgenommen an einer ganz neuen EU-Studie, die jetzt frisch herauskam in diesem Jahr, The EU Digital Markets Act, a report from a panel of economic experts. Also der digitale Rechtsrahmen, der von der EU gesetzt wird und was das jetzt für das Internet in Europa bedeutet. Herr Haukapp ist Mitautor einer von wenigen, die diese Studie gemacht haben. Und das zeigt, welche Bedeutung er auch auf europäischer Ebene hat in seinem Metier. Er ist ein geborener Volkswirt. Er hat studiert in Saarbrücken bei Rudolf Richter, einer der Großen unseres Faches, und hat auch in Amerika studiert, in Aber, und hat dann promoviert und kam über verschiedene Stationen dann an die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, wo er das Institut Deiss für Wettbewerbsökonomie leitet. Er war in Berkeley, er war in Neuseeland als im Schatzamt und hat dort gearbeitet. Er war an der Bundeswehr-Universität, er war an der Ruhr-Universität Bochum, er war an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hat also in
verschiedenen Plätzen, an verschiedenen Plätzen dieser Welt gearbeitet. Er hat auch an ganz vielen Texten mitgeschrieben. Gutachten des Kronberger Kreises sind großenteils unter seiner Mitwirkung entstanden. Und in der Monopolkommission hat er in seiner Zeit eine große Zahl von Gutachten geschrieben oder mitgeschrieben, die seine Unterschrift als Leiter halt haben. Er ist Träger des Gustav-Stolper-Preises des Vereins für Sozialpolitik, des Verbandes der deutschsprachigen Ökonomen, womit er ausgezeichnet wurde, auch für seine großartige Öffentlichkeitsarbeit, die er gemacht hat. Er hat sehr viele Interviews gegeben, Presseartikel geschrieben. Er wird also vielen von Ihnen bekannt sein. Und er hat sich aber nicht nur auf dieser Ebene bewegt, sondern hat auch wissenschaftlich Profundes geleistet in einer großen Zahl von Fachartikeln in referierten fachwissenschaftlichen Zeitschriften hat er publiziert. Er hat allein 12 Bücher selber geschrieben und dazu noch eine ganze Reihe anderer herausgebracht. Also es ist ein solches Oeuvre, das kann man hier gar nicht richtig darstellen. Es würde auch praktisch den Rahmen hier sprengen, jetzt noch weiterzugehen, sondern ich glaube, Sie sind jetzt alle gespannt auf den Vortrag von Justus Haukapp. Herr Haukapp, Sie haben das Wort und ich denke, da müssen Sie erst noch ein bisschen was technisch jetzt umschalten, damit Ihre Präsentation auch zu sehen ist. Danach sehen wir uns wieder. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Herr Sinn, für diese ausgesprochen freundliche Einführung. Ich hoffe, dass ich das tatsächlich hinbekomme und Sie den Bildschirm auch sehen. Ich möchte sprechen über die Revolution, so habe ich es mal vielleicht etwas überspitzt genannt, dem deutschen und europäischen Wettbewerbsrecht, neue Regeln für Internetgiganten. Das ist ein Thema, das aktueller nicht sein könnte, nicht nur, weil die Corona-Krise die Nutzung digitaler Dienstleistungen weiter befeuert hat, so wie wir uns das vielleicht sogar vor 1-2 Jahren noch nicht haben vorstellen können, sondern auch deswegen, weil, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, die jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie sich nicht noch mit anderen Themen so sehr befassen, aber sozusagen im Schatten gewisserweise der Corona-Pandemie haben wir ein neues Kartellrecht in Deutschland oder eine erhebliche Novelle des Kartellrechts in Deutschland verabschiedet. Das ist gerade jetzt erst im Januar in Kraft getreten und die Europäische Kommission hat ganz kurz vorher, nämlich am 15. Dezember des letzten Jahres, ganz erhebliche Vorschläge unterbreitet für einen sogenannten Digital Markets Act, also das Recht für digitale Märkte. Und heute will ich ein bisschen zum Teil erläutern, worum es da eigentlich geht, aber das auch kritisch einordnen und vielleicht auch gegen Ende der Veranstaltung etwas auflösen oder ausführen, warum ich der Auffassung bin, dass die Regeln, die wir jetzt in Deutschland setzen, sogar besser sind als das, was die Europäische Union sich momentan oder die Kommission momentan überlegt hat. Worum geht es? Ich fange einmal so an, dass ich versuche, auch diejenigen, die nicht die gleiche Begeisterung für das Kartellrecht haben wie ich, versuche abzuholen, indem ich nochmal ganz kurz darauf eingehe, worum geht es hier eigentlich? Also ganz, ganz vorne kann man sagen, natürlich das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Unsere Marktwirtschaft fußt darauf, dass Wettbewerb auf Märkten besteht, dass sie nicht monopolisiert werden und Abhängigkeiten möglichst nicht entstehen, sondern eine Wahlmöglichkeit für Anbieter und Nachfrager besteht. Und um das sicherzustellen, gibt es im Grunde genommen, und da unterscheidet sich das deutsche Kartellrecht nicht von dem Wettbewerbsrecht anderer Länder, im Großen und Ganzen 3 Bereiche. Das eine ist das Kartellverbot. Das zweite ist das Verbot, eine marktbeherrschende Stellung
zu missbrauchen, also nicht unbedingt diese zu erlangen, das ist gestattet, aber wenn man sie innehat, darf man sie nicht missbrauchen oder in Teilen auch andere Definitionen von Marktmacht. Da wird dann teilweise auch von überragender, überlegender, relativer Marktmacht, erheblicher Marktmacht gesprochen. Das sind alles Abstufungen, die das Recht vornimmt, ab denen dann bestimmte Regeln greifen. Und der dritte große Bereich ist der Fusionskontrolle. Das heißt also, das ist eine gewisse Präventivmaßnahme, dass man versucht, dass marktbeherrschende Stellung erst gar nicht entstehen, sodass dann auch der Missbrauch gar nicht erst möglich wird. In der Europäischen Union, darauf will ich aber heute nicht eingehen, gibt es auch noch den Bereich der Kontrolle staatlicher Beihilfen. Das ist in Europa einzigartig auf der Welt, aber das lasse ich heute außen vor und konzentriere mich auf die ersten drei Kernbereiche. Die große Frage, die sich jetzt im Zuge der Digitalisierung gestellt hat, ist, reicht der bisherige Rahmen, um den Herausforderungen der Digitalisierung, also diesen neuen marktstarken zumindest Spielern zu begegnen und ihren Potenzialen, die sie haben? Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wir hätten wohl nicht eine Kartellrechtsnovelle durchgeführt, wenn wir der Auffassung gewesen wären, dass der Rahmen gereicht hätte und auch die Europäische Union, Kommission hätte nicht den Vorschlag im Dezember unterbreitet, wenn sie glauben würde, alles könnte so bleiben, wie es ist. Um zu erklären, warum sowohl der deutsche Gesetzgeber als auch die Europäische Kommission zu der Auffassung gelangt sind, dass doch Änderungen erforderlich sind, will ich nochmal einen Schritt machen, damit diejenigen, die vielleicht nicht täglich eben mit Kartellrecht zu tun haben, sich vergegenwärtigen können, wie die eigentliche bisherige, ich sag mal, traditionelle kartellrechtliche Vorgehensweise war. Ganz prinzipiell, das ist jetzt etwas holzschnittartig und die wirklichen Kartellrechtsliebhaber werden mir verzeihen, dass das etwas zu grob ist, diese Zusammenfassung, und nicht allen Details gerecht wird. Aber im Grunde ist das Prozedere immer ein vierstufiges. Am Anfang steht immer die Frage, wenn denn ein kartellrechtliches Problem oder ein potenzielles auftaucht, die Frage der Marktabgrenzung, also die Definition des sogenannten relevanten Marktes, da geht es um nichts anderes als die Frage, wer steht hier eigentlich mit wem im Wettbewerb? Das Zweite, wenn man das dann geklärt hat und weiß, wer denn eigentlich mit wem konkurriert, ist die Frage, die Analyse der Marktstruktur oder genauer gesagt die Analyse der Marktmacht. Gibt es dort Anbieter oder gegebenenfalls auch Nachfrager? Natürlich werden auch Beschaffungsmärkte analysiert, die eine besonders starke Marktposition haben, also im Extremfall die sogenannte marktbeherrschende Stellung oder überlegende Marktmacht oder erhebliche Marktmacht. Da werden häufig Marktanteile als einer der wichtigen Indikatoren herangezogen, wenn es auch nicht der einzige ist. Das heißt, dann sind wir an der Stelle und wissen sozusagen, wer konkurriert mit wem und gibt es hier marktstarke Anbieter. Und dann kommt es zu der Frage der Bewertung. Sind hier bestimmte Praktiken, also zum Beispiel eine bestimmte Preispolitik beobachtbar oder auch bestimmte Vertragskonstellationen, zum Beispiel Exklusivverträge oder andere Dinge oder auch Übernahmen, also Akquisitionsvorhaben zu beobachten, bei denen wir davon ausgehen, dass sie zu einer erheblichen Behinderung des wirksamen Wettbewerbs entweder geführt haben, wenn wir etwa uns Praktiken der Vergangenheit angucken, oder potenziell führen können, wenn wir etwa versuchen zu prognostizieren, was nach Übernahmen passieren könnte. Wenn das der Fall ist, kommt dann der vierte Schritt und die Kommission oder das Bundeskartellamt diskutiert und überlegt, was zu tun ist. Das kann im einfachsten Fall eine Untersagung einfach einer Praktik, einer Übernahme sein. Das ist aber eher ein seltener Fall, denn typischerweise geht es eher darum, mit den Unternehmen dann doch in Gespräche zu kommen und zu überlegen, was zu tun ist, damit bestimmte Dinge nicht wieder passieren. Also im schlimmsten Fall können Bußgelder verhängt werden, aber recht häufig ist es auch, dass bestimmte Zusagen entgegengenommen werden, dass man etwa sagt, wenn ihr müsst bestimmte Vertragspraktiken abstellen oder ihr könnt eine Übernahme nicht in der von euch gewünschten Form durchführen, ihr müsst vielleicht bestimmte Teile an Dritte veräußern oder bestimmte andere Zusagen einhalten, damit wir eine solche Unternehmensübernahme nicht untersagen müssen. Das Ganze, das ahnen Sie jetzt schon, ist ein relativ langwieriger Prozess. Man startet mit der Marktabgrenzung, überlegt die Marktstruktur. Das sind alles Dinge, die den Wettbewerbsbehörden nicht automatisch vorliegen. Hier unterscheidet sich, das ist vielleicht auch wichtig, die Regulierung deutlich von der Wettbewerbspolitik oder dem Kartellrecht. In der Regulierung, wenn wir uns in Deutschland etwa die Bundesnetzagentur angucken,
ist es so, dass im Grunde genommen eine kontinuierliche Marktaufsicht geführt wird. Das heißt, die Bundesnetzagentur etwa hat einen sehr guten Einblick, was die in der Telekommunikationsbranche momentan passiert, weil immer wieder auch Informationen von den Unternehmen an die Behörde gemeldet werden müssen, bestimmte Genehmigungen eingeholt werden müssen etc., während das Kartellamt typischerweise nicht eine kontinuierliche Marktübersicht macht, sondern eher wie die Feuerwehr agiert. Wenn etwas brennt, dann greifen sie ein. Das heißt also, man muss sich dann erstmal mit einer Marktkonstellation vertraut machen. Und die große Erkenntnis, die jetzt gereift ist über die Jahre, ist, dass das im Zeitalter des Internets gewisse Defizite aufbaut, weil diese Prozesse sehr lange dauern, während sich die Geschäfte im Internet sehr schnell entwickeln. Das heißt also, wenn man am Punkt 4 angekommen ist, hat sich die Welt schon so weit weiterentwickelt, dass gegebenenfalls das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist und eine Wiederbelebung im schlimmsten Fall zu spät sein kann. Das heißt also, da ist der Wettbewerb möglicherweise schon gestorben auf bestimmten Märkten und man war dann zu spät. Also das große Vorhaben sowohl der Kartellrechtsnovelle in Deutschland als auch in Europa war es, dass wir Zeit gewinnen. Also wir müssen irgendwo die Prozesse verkürzen letztendlich, um schneller agieren zu können auf den Märkten. Was hat sich jetzt geändert? Was sind die neuen Herausforderungen nicht institutioneller oder prozessualer Art, sondern ökonomischer Art? Kann man sagen, nun wollen wir es nicht verhehlen. Das Internet hat natürlich in vielen Bereichen den Wettbewerb unheimlich befeuert. Vergleiche sind heute wesentlich einfacher. Die Märkte sind größer geworden. Ich kann mir Sachen aus Flensburg, Passau, Saarbrücken oder Cottbus kommen lassen. Das heißt also, tendenziell stehen heute Anbieter im Wettbewerb, die früher nicht im Wettbewerb gestanden haben. Das ist erstmal positiv, darum müssen wir uns keine Sorge machen. Aber es gibt eben auch die neuen Herausforderungen. Die sind im Wesentlichen, würde ich sagen, durch zwei Dinge charakterisiert. Zum einen, dass Plattformen eine größere Rolle spielen und zum anderen, dass Daten wichtiger geworden sind als in der Vergangenheit. Mit Plattformen meinen wir in der Ökonomie oder wir sprechen da manchmal auch mit dem von mehrseitigen Märkten. Das ist ein etwas unglücklicher Ausdruck. Jeder Markt hat schließlich mehrere Seiten, zumindest Angebot und Nachfrage. Das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist, dass im Grunde genommen eine Art Intermediationsleistung erbracht wird, die an zwei Marktseiten prinzipiell verkauft werden kann. Das heißt also, nehmen wir das Beispiel der Makler. Der Makler hat im Grunde zwei Kunden, diejenigen, der eine Immobilie verkaufen oder vermieten will und derjenige, der sie kaufen und mieten will. Und da haben wir eine große Diskussion, wer soll eigentlich die Kosten tragen. Und im großen Stile haben wir das in der Plattformökonomie auf digitalen Märkten. Nehmen wir etwa das Beispiel Amazon Marketplace. Da haben wir die Situation, dass viele Händler dort gelistet sein wollen, weil sie wissen, dass es so viele Kunden gibt. Und viele Kunden gehen dorthin, weil sie wissen, dass es dort so viele Händler gibt. Das nennen wir indirekte Netzeffekte. Ja, die Händler sind natürlich nicht unbedingt direkt interessiert daran, dass es viele andere Händler gibt. Aber sie wissen indirekt, muss ich doch ein Interesse daran haben, dass es viele andere Händler gibt, weil sonst gäbe es keinen Kunden auf der Plattform. Und umgekehrt ist es auch so, mir als Kunde ist es relativ egal, ob da viele andere Kunden sind. Aber ich weiß, indirekt brauche ich sie doch, weil sonst gäbe es keine Händler auf der Plattform. Und diese indirekten Netzeffekte, die verstärken sich natürlich. Man spricht da in der, sag mal, Flughafenliteratur auch von den Winner-Takes-All-Märkten. Das heißt also, die können sehr schnell sich konzentrieren und das Ganze wird nochmal verstärkt dadurch, dass wir natürlich große Skalenvorteile haben. Die digitalen Märkte sind sehr fixkostenlastig, kann man sagen, da haben wir eine unheimliche Degression. Nicht umsonst gilt bei den Startups das Motto skalieren, skalieren, skalieren. Die Kernfrage ist immer, kann man das Geschäftsmodell skalieren? Das heißt, ökonomisch übersetzt, können wir da Größenvorteile realisieren? Also haben wir sinkende Durchschnittskosten und positive Netzeffekte. Das führt zu Konzentrationseffekten und das sehen wir nicht umsonst. Google, Amazon, Facebook, Apple sind die GAFA-Unternehmen mit der die weltweit wertvollsten Unternehmen heute, was auch suggeriert, dass eine gewisse Marktmacht vorhanden ist. Der zweite wichtige Faktor ist, dass Daten immer wichtiger sind. Das ist, kann man sagen, das kleine Einmaleins der Ökonomie. Die Datenerhebung, Datennutzung, Datenspeicherung, Datenauswertung ist immer günstiger geworden, einfach durch den technischen Fortschritt. Wenn etwas günstiger wird, dann suggeriert uns schon die Mikroökonomie, dass dann mehr davon genutzt wird, mehr gemacht wird.
Das heißt also, Leute, die Unternehmen nutzen heute viel mehr Daten, weil es einfach viel günstiger oder einfacher ist, sie zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten. Wir sehen aber auch, dass in Teilen sich solche Datenmengen und Bestände angehäuft haben, dass sich in manchen Teilen die Frage stellt, ob dieser Vorsprung, den einige Unternehmen sich erworben haben, ob der überhaupt noch einholbar ist oder aufholbar ist zumindest und ob dadurch nicht neue Probleme entstehen. Dann muss ich mal sehen, gibt es neue Arten des Missbrauchs marktbeherrschender Stellung, die für die Kartellbehörden, die Wettbewerbsbehörden schwierig zu beurteilen sind. Es gibt neue Motive für gewisse Akquisitionsstrategien, die weniger in der traditionellen Motiv liegen, bestimmte Economies of Scale produktionsseitig zu realisieren, sondern eher daran liegen, gewisse Datenbestände kombinieren zu können. Wir sprechen auch von dem digitalen Ökosystem. Ja, ein jüngere, intensiv diskutierter Fall war die Akquisition von Fitbit durch Google. Etwa zwei Märkte, von denen man traditionell gesagt hätte, eine ein Gesundheitsdienstleister, das andere eine Suchmaschine, die erstmal nicht auf denselben Märkten unterwegs sind und wo die Vermutung naheliegt, dass der wesentliche Wert dieser Akquisition in der Kombination von Datenbeständen liegt. Und dann mal sehen, wie viel Zeit ich nachher habe, möchte ich noch vielleicht ein, zwei Worte zu den sogenannten Killer-Akquisitionen. Wir haben das neulich die mörderischen Übernahmen genannt, ein etwas martialischer Begriff, wo es darum geht, dass wir ein Phänomen beobachten, dass bestimmte Unternehmen andere nur deswegen kaufen, damit sie nicht zu Wettbewerbern werden, überhaupt auf diesen Märkten. Also in dem Sinne den Wettbewerb aufkaufen oder zum Erliegen bringen durch eine Akquisition, die momentan noch schwer zu erfassen ist von den Wettbewerbs. Behörden. So, was hat das Kartellrecht getan? Wir hatten schon eine EWB-Novelle, eine Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung vor 4 Jahren, 2017. Da hat man gewisse Dinge ins Kartellrecht eingefügt. Deutschland war da eins der ersten Länder der Welt, dass da diesen Schritt gegangen ist, muss man lobend erwähnen. Im Grunde genommen sind drei Dinge passiert. Das ist auch in weiten Teilen übrigens auf Empfehlung der Monopolkommission entstanden, der ich aber nicht mehr angehört an diesem Zeitpunkt. Also das Lob gilt hier Achim Bambach und seinen Kollegen, die herausgearbeitet haben, dass bei der Beurteilung, ob eine marktbeherrschende Stellung vorliegt, also diesem zweiten Schritt der Kartellrechtsanalyse bei Netzwerken oder Plattformen, auch weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen, die bisher nicht berücksichtigt wurden, also etwa diese Netzeffekte, von denen ich gesprochen habe, aber insbesondere auch wichtig, und darauf komme ich gleich nochmal zurück, dass parallel ja in diesen Netzen verschiedene Plattformen genutzt werden können. Also niemand ist fast daran gehindert, Amazon Marketplace zu nutzen und auch eBay zu nutzen und auch Zalando zu nutzen und andere Plattformen. Der Wechselaufwand ist eigentlich sehr gering, aber daraus kann die Motivation wiederum bei den Unternehmen entstehen, das zu erschweren, insbesondere wenn sie schon sehr marktstark sind, und diese Märkte zum Kippen zu bringen. Das ist also Tippy Markets, sagen wir auch Englisch, oder eben dieses Winner-Takes-All-Phänomen auszulösen. Dann kommen die Economies of Scale, der Zugang zu Daten und der innovationsgetriebene Wettbewerb. Das ist eingefügt worden ins Kartellrecht. Das heißt also, die Gerichte insbesondere, aber auch das Bundeskartellamt, gucken heute stärker auf diese Faktoren, wenn sie Marktbeherrschung beurteilen. Gleichwohl ändert das natürlich noch nicht direkt was am Verhalten der Unternehmen, sondern es macht es einfach einfacher zu beurteilen, wann Marktbeherrschung vorliegen kann und wann nichts. Es gibt noch ein paar andere Themen, die gleichzeitig in dieser Kartellrechtsnovelle adressiert wurden, aber es war eine kleine Kartellrechtsnovelle, würde ich sagen, während die richtig große Kartellrechtsnovelle jetzt erst vor einem Monat in Kraft gesetzt wurde. Und hier gibt es, ich würde sagen, 5 Bausteine, die besonders relevant sind, auch wenn die Kartellrechtsnovelle wesentlich mehr enthält. Zum einen ist, und das ist die eigentliche Revolution im Kartellrecht, eine besondere Verantwortung definiert worden für Plattformen mit, ein neuer Begriff im Kartellrecht, überragender, marktübergreifender Bedeutung. Scherzhaft sagen wir dazu ÜMÜB-Plattform, also die überragende, marktübergreifende Bedeutung, die haben. Ich komme gleich darauf, was das bedeutet. Und das ist etwas, was die Europäische Kommission sich jetzt abgeguckt hat, aber in nicht ganz so guter Weise aus meiner Sicht jetzt auch nachzumachen versucht.
Die anderen Bereiche sind nicht ganz so revolutionär, auch wenn sie sehr wichtig sind. Das eine ist, dass verschiedene Klauseln verankert wurden, um das sogenannte Multi-Homing zu erleichtern bzw. besser zu schützen. Was ist Multi-Homing? Damit ist gemeint, dass es eigentlich für viele Anbieter als auch Nachfrager einfach ist, sich auf mehreren Plattformen zu bewegen. Ja, ich sagte es schon, man kann sich als Kunde relativ leicht auf verschiedenen Shopping-Plattformen tummeln. Das ist nicht besonders schwierig und das gilt natürlich für die Händler, die dort einen Shop betreiben, in ähnlicher Weise. Wir sehen aber auch, dass es strategische Anreize gibt von den Unternehmen, das zu unterbinden, um eben den Wettbewerb zwischen den Plattformen zu schwächen. Und hier wird diese Möglichkeit des Multi-Homings nun besser geschützt im Kartellrecht. Das hat bisher gewisse Probleme manchmal verursacht. Dritter Paragraph, dritter Absatz oder dritter Baustein vielmehr, zu dem ich gleich noch was sagen will, ist, dass der Zugang zu Daten als Ressource, der Zugang von Dritten tatsächlich zu Daten erleichtert wird. Dann die Einführung eines Konzepts der Intermediationsmacht, das ist etwas für die Kartellrechtsfeinschmecker, möchte ich sagen. Und dann bestimmte kleine Änderungen in der Fusionskontrolle, da ist am wenigsten tatsächlich geändert worden. Also um darauf einzugehen, auf die eigentliche Revolution, das war eben dieser neue Paragraph 19a, der momentan, kann man durchaus sagen, weltweit Furore macht, weil Deutschland auch tatsächlich hier eine Vorreiterrolle hat und wir die Ersten sind, die einen neuen Ansatz für den Umgang mit Internetplattformen wählen. Das ist ein zweistufiger Prozess, der hier vorliegt. Das Bundeskartellamt kann nun seit letztem Monat durch Verfügung feststellen, ja, dass einem Unternehmen, das ist jetzt hier verklausuliert, eine Plattform ist im Wesentlichen, eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt. Also das heißt, und dabei muss es verschiedene Kriterien berücksichtigen, die sind genannt, wie etwa die marktbeherrschende Stellung auf einem oder mehreren Märkten, Finanzkraft und Zugang zu sonstigen Ressourcen, also eine ganze Reihe von Kriterien abprüfen, Zugang zu Daten, vertikale Integration, die dann dem Bundeskartellamt als nach Prüfung die Möglichkeit geben, durch eine letztendliche Entscheidung diesem Unternehmen, zum Beispiel Facebook, das ist jetzt das erste Verfahren, was jetzt hier eröffnet worden ist in diesem Sinne, wie das Bundeskartellamt durch Pressemitteilung vor 2 Wochen herausgegeben hat, festzustellen, dass es also eine solche Plattform mit überragender marktübergreifender Bedeutung ist. Was heißt das dann, wenn dieser erste Schritt abgeschlossen ist? Ja, dann hat das Bundeskartellamt Zeit gewonnen und kann direkt dazu überspringen, diesem Unternehmen, das also eine solche ÜMÜB-Plattform ist, bestimmte Dinge ex ante zu untersagen. Das heißt also, wir wechseln hier den Ansatz. Wir sagen nicht mehr, wenn etwas passiert ist, dann fangen wir an, den Markt zu definieren, zu gucken, liegt da Marktbeherrschung vor, wie ist diese Praktik zu bewerten und die dann gegebenenfalls abzustellen, sondern wir machen hier einen Wechsel zu einer Art Ex-ante-Regulierung oder einem Ex-ante-Ansatz. Zumindest würde ich sagen, wir können proaktiv bestimmten Plattformen und die Vermutung ist hier, so steht es in der Gesetzesbegründung, dass es 3 oder 4 sein könnten zunächst. Also man denkt da sofort an die GAFA-Unternehmen und Facebook ist tatsächlich das, wo jetzt das Bundeskartellamt ja schon eine Pressemeldung rausgegeben hat, dass sie in diesem Prozess sind. Also den kann man dann direkt bestimmte Dinge untersagen. Das heißt also, man muss nicht erst warten, bis sozusagen sich etwas gezeigt hat am Markt, dass bestimmte Dinge praktiziert werden, sondern wir können ex ante das untersagen, dass bestimmte Dinge überhaupt Anwendung finden. Also das ist ein ganzer Katalog, der hier dann im Gesetz definiert wird. Das ist beispielhaft in Teilen. Also es wird zum Beispiel untersagt, die eigenen Angebote gegenüber denen von Wettbewerbern bevorzugt zu behandeln. Das ist ein Riesenthema in der Internetökonomie, diese Selbstpräferenzierung. Darf Google, darf Amazon eigene Angebote bevorzugt behandeln, tatsächlich die besonders prominent platzieren, etwa auf den Webseiten, andere weiter nach hinten delegieren in dem Rankings. Das kann also nun das Bundeskartellamt schon ex ante abstellen und sagen, eigene Angebote dürfen bei der Darstellung nicht mehr bevorzugt behandelt werden. Es dürfen nicht mehr ausschließlich eigene Angebote vorinstalliert werden. Das gilt also für diese
diese ÜMÜB-Plattform. Es gibt dann eine ganze Reihe von anderen Kriterien im Sinne der Auflagen, die man erlassen kann. Im Sinne der Zeit will ich die vielleicht nicht alle durchdeklinieren. Man kann die in dem Paragraph 19a durchlesen. Es geht also um diese typischen, kann man sagen, mittlerweile beobachtbaren wettbewerbswidrigen Praktiken, die Kombination von Datenbeständen nicht zusammenhören, Portabilität von Daten zu verweigern, bestimmte Informationen nicht bereitzustellen und so weiter. Wichtig ist, und hier kommt etwas, was dann den Unterschied auch zum europäischen Ansatz macht, ja, wenn diese zweite Stufe, also wenn diese Untersagung im Prinzip ergangen ist, ist es immer noch so, dass das entsprechende Unternehmen eine Rechtfertigung antreten kann und sagen, aus bestimmten Gründen halten wir diese Maßnahme oder jene Maßnahme doch für gerechtfertigt, für sachlich gerechtfertigt. Der Ökonom würde sagen, das ist also eine Effizienzverteidigung im Wesentlichen. Man kann also sagen, wir möchten aber bestimmte Dienste ausschließlich vorinstallieren etwa und keine anderen, weil das Effizienz sein kann. Oder wir natürlich die Datenportabilität, wenn man denkt, die kann man natürlich verweigern, weil das sachlich gerechtfertigt ist, weil dem etwa vielleicht Dinge entgegenstehen wie der Schutz der Privatsphäre oder andere Gründe. Das heißt also, das Unternehmen kann dann, die kippt sozusagen die Beweislast, ja, der Burden of Proof, auf das Unternehmen. Das Unternehmen kann dann immer noch den Beweis antreten, sagen, wir möchten bestimmte Dinge dennoch tun, weil das effizient ist tatsächlich. Ja, das heißt also, den Unternehmen ist noch ein Freiraum erhalten geblieben. Es gibt, das ist aber dennoch ein unheimlicher Gewinn an Tempo, den wir nun haben, weil wir nicht mehr diesen vierstufigen langen Prozess haben, sondern einen sehr viel schnelleren Prozess vornehmen können, um, ich sag mal, mit dem Tempo im Internet hoffentlich etwas besser Schritt halten zu können, also etwas stärker von der traditionellen Ex-Post-Betrachtung mehr in die Ex-Ante, also die Vorab-Betrachtung hineingehen. Das ist nicht das Einzige, das ist das sozusagen, was international viel diskutiert wird. Der deutsche Gesetzgeber hat eine ganze Reihe von anderen Dingen auch noch ins Kartellrecht eingefügt. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, ich habe das auf den Folien alles hinuntergeschrieben, aber letztendlich ist es auch so, dass etwa das das Erschweren von Multi-Homing, ja, indem man beispielsweise das entweder durch Vertrag bestimmte Anbieter oder Nachfrage exklusiv an sich bindet oder auch durch bestimmte Preismodelle das tut, etwa indem man den Flatrates anbietet, die wiederum verhindern, dass überhaupt andere Dienste genutzt werden, das kann leichter abgestellt werden tatsächlich. Das heißt, wir haben im deutschen Kartellrecht diesen Sonderfall, dass wir einen Paragraph 20 haben. Das heißt, wir haben hier eine Eingriffsmöglichkeit unterhalb der Marktbeherrschung, wo wir sagen, wenn ein Unternehmen überlegene Marktmacht hat, das heißt also, wenn es, simpel gesprochen, noch nicht unbedingt den Markt monopolisiert hat, schon, sondern deutlich davor, können wir dem Unternehmen bestimmte Dinge untersagen. Und hier ist jetzt neu eingefügt, dass man das Erschweren von Multihoming, also das Erschweren, dass Anbieter sich parallel oder auch Nachfrager sich parallel auf mehreren Plattformen tummeln, das kann man jetzt viel einfacher abstellen, indem man die Eingriffsschwelle selektiv für diesen Tatbestand nach unten gezogen hat. Und auch davon versprechen sich viele Wettbewerbsökonomen und Kartellrechtler eine gewisse Wirkung, um den Wettbewerb auf den Plattformen dort, wo er denn noch existiert, zumindest aufrecht zu erhalten. Der dritte Spiegelstrich war, dass der Zugang zu Daten vereinfacht worden ist. Hier hat der deutsche Gesetzgeber zwei Dinge ermöglicht. Zum einen hat er die sogenannte Essential Facility Doktrin, also den Zugang zu wesentlichen Einrichtungen auf Daten erweitert. Ganz kurz nochmal auszuholen für diejenigen, die nicht so vertraut damit sind. Das ist eigentlich eine uralte Idee, die aus dem sogenannten Terminal Railroad Case in den USA von 1912 kommt, wo eine Eisenbahngesellschaft gleichzeitig im Besitz der einzigen Brücke zum Bahnhof war und anderen Eisenbahngesellschaften untersagt hat, diese Brücke zu nutzen, sodass letztendlich niemand in den Bahnhof einfahren konnte. Und damals in den USA das höchste Gericht entschieden hat, dass das eine Monopolisierungspraktik ist und hier die Eigentumsrechte in dem Sinne eingeschränkt werden, dass ich auch andere diese Brücke mitnutzen lassen muss, selbst wenn es mein Eigentum ist.
Das hat sich später ausgedehnt, diese Doktrin, auf alles Mögliche, Telekommunikationsnetze, Stromnetze, Bahnschienen etc., wo man gesagt hat, das ist zwar Eigentum, möglicherweise Privathand, nichtsdestotrotz in der Abwägung der Güter muss hier Zugang gewährt werden, weil ansonsten kein Wettbewerb in diesen Märkten entstehen kann. Das Ganze ist ins deutsche Kartellrecht erst 1998 eingeflossen, als wir die Liberalisierung der Netzwirtschaften eben hatten. Und damals haben natürlich Daten noch keine Rolle gespielt, sodass eben hier im deutschen, in der deutschen Essential Facilities Doktrin immer nur stand, dass es untersagt ist, für ein Unternehmen sich zu weigern, anderen gegen angemessenes Entgelt, das muss man nicht umsonst machen, ja, Zugang zu den eigenen Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren. Das ist jetzt erweitert worden, endlich muss man sagen, wo jetzt steht, etwas umformuliert, dass es also Datennetze oder andere Infrastruktureinrichtungen sein können, zu dem eben gegebenenfalls dann der Zugang zu gewähren ist. Da hängen gewisse Kriterien an. Es muss also eben objektiv notwendig sein, um auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig zu sein und die Weigerung des Zugangs, den wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt auszuschalten, drohen würde. Auch da gibt es wieder eine Effizienzverteidigung, es sei denn, die Weigerung ist sachlich gerechtfertigt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, und das ist, glaube ich, noch wichtiger, dass gesagt wird, wenn eine Abhängigkeit besteht, dass also bestimmte Marktteilnehmer abhängig davon sind, dass sie Daten von anderen Unternehmen bekommen, um tätig zu werden. Man kann da etwa denken an sowas wie in der Automobilwirtschaft die freien Werkstätten. Ja, sollten die davon abhängig sein, dass sie bestimmte Daten aus dem Automobil auslesen können, um überhaupt in der Lage zu sein, Autos reparieren zu können? Oder das Gleiche gilt meinetwegen für die Wartung von Fahrstühlen oder anderen Gütern. Ja, dann können die sich heute dieses Recht einfacher erstreiten als in der Vergangenheit. Das heißt, das ist sicherlich ökonomisch prinzipiell sinnvoll, aus vielerlei Gründen. Das scheint auch sinnvoll zu sein, würde ich ökonomisch sagen, das einfacher zu machen als den Zugang zu anderen Einrichtungen. Warum ist das der Fall? Weil Daten die Eigenschaft haben, dass sie prinzipiell zumindest grenzkostenlos mehr nutzbar ist, würde man sagen, aus Sicht der Ökonomie. Also es besteht eigentlich keine Rivalität in der Nutzung. Ja, dadurch, dass jemand seine Daten mit anderen teilen muss, muss er nicht darauf verzichten, die Daten selber nutzen zu können. Das ist etwas anderes als bei den klassischen Infrastruktureinrichtungen in Teilen zumindest. Denken wir an die Telekommunikation. Ja, wenn die Leitung von der Deutschen Telekom an Vodafone übertragen wird, dann kann die Deutsche Telekom sie nicht mehr nutzen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dafür entschieden im Telekommunikationsbereich, um da den Wettbewerb auslösen zu können. Hier ist es eigentlich noch einfacher, wenn Google bestimmte Daten auch einem anderen Unternehmen zur Verfügung stellen müsste, heißt das nicht, dass Google sie nicht mehr nutzen kann. Gleichwohl hat man den klassischen Trade-off. Ja, man darf die Innovations- und Investitionsanreize, also hier konkret die Anreize zum Datensammeln, zu erheben und speichern, natürlich nicht so stark beeinflussen, dass es nicht mehr möglich ist. Das heißt, auch hier ist eine Abwägung nach wie vor notwendig. Gleichwohl spricht einiges dafür, diese Abwägung in gewisser Weise etwas stärker für den Anspruchsteller zu interpretieren, weil eben anders als bei anderen Infrastruktureinrichtungen der eigentliche Inhaber nicht daran gehindert wird, dennoch die Daten selbst weiter zu nutzen. Das heißt also, hier hat der Gesetzgeber, ist dieser Logik gefolgt und hat gesagt, wir sind nicht dem ursprünglichen Vorschlag von Andrea Nahles gefolgt, Daten für alle, aber wir haben gesagt, die Schwelle, damit jemand anderes auch Zugang zu Daten bekommen kann, die wird etwas herunter, wird etwas abgesenkt. Es gibt da eine Reihe von offenen Fragen. Ja, was sollen eigentlich die Entgelte für die Daten sein? Da kann man sich vielleicht an Patentlizenzierung orientieren. Da gibt es gewisse Diskussionen. Das ist alles sicherlich Neuland in gewisser Weise, Preise für Daten. Gleichwohl versprechen sich viele davon, dass das einen gewissen Fortschritt im Wettbewerb erzeugen wird. Ich überspringe vielleicht mal den Bereich der Migrationsmacht. Das ist etwas für die Kartellrechtsliebhaber, muss ich sagen, dass hier die Plattform als neues Machtkriterium definiert wurde, wo gesagt wird, selbst Plattformen, die nicht als Anbieter auftauchen, weil sie nur etwas, nicht als Nachfrager auftauchen, sondern nur als Anbieter, weil sie nur Intermediationsleistung anbieten, können letztendlich sowas Ähnliches wie Nachfragemacht haben, nämlich wenn bestimmte Hersteller abhängig sind, dass sie durch bestimmte Kanäle Kunden erreichen können. Das ist insbesondere für den Handel wichtig, bei dem teilweise eine starke Abhängigkeit entstehen kann von einzelnen Plattformen, das aber anders als im traditionellen Handel nicht mehr als Nachfragemacht
aufgefasst werden kann, weil diese Plattformen gar keine Nachfrage entfalten, anders als Supermärkte, die Dinge einkaufen und wieder verkaufen, sondern nur ein Angebot zur Intermediation von Dienstleistungen machen. Hier war also Nachholbedarf gegeben. So, wie unterscheidet sich das Ganze vom europäischen Ansatz? Das ist sicherlich interessant. Der Ansatz in Europa ist, hat gewisse Ähnlichkeiten. Also das Ziel ist auch hier ganz stark. Wir müssen Tempo gewinnen. Ja, wir können das Google Shopping Verfahren, das einigen von Ihnen vielleicht bekannt ist, weil es das erste Verfahren gegen Google war, wo Google also seinen eigenen Shopping-Dienst nach Ansicht der Europäischen Kommission zu stark bevorzugt hat, hat 7 Jahre gedauert. 7 Jahre sind im Internet eine Ewigkeit. Also bei der Europäischen Kommission war der Druck noch stärker, Tempo zu gewinnen. Und vielleicht hat man deswegen auch noch drastischere Maßnahmen vorgeschlagen als der deutsche Gesetzgeber, die jetzt umgesetzt wird. In gewisser Weise ist eine Ähnlichkeit. Man nennt das jetzt hier nicht Plattform mit überragender marktgreifender Bedeutung, sondern den Begriff des Gatekeepers, der sich sogar so in der deutschen Übersetzung wiederfindet. Da wird hin und her gesprungen zwischen Gatekeeper und Torwächter. Damit ist ein neuer Begriff geschöpft worden im Kartellrecht. Was ist damit gemeint? Das ist jemand, der bestimmte digitale Dienste anbietet, und die Europäische Kommission macht es sich jetzt hier deutlich einfacher als das Bundeskartellamt und sagt, wir machen das an sehr leicht nachvollziehbaren Zahlen fest, wenn der Jahresumsatz mindestens 6,5 Milliarden Euro ist oder der Marktwert des Unternehmens mindestens 65 Milliarden Euro betragen hat und zudem das Unternehmen mehr als 45 Millionen monatliche Nutzer, Endnutzer in der EU hat und mehr als 10.000 Nutzer, gewerbliche Nutzer, also Geschäftskunden im Jahr hat. Das sind also recht simpel, auch für die Plattformen, simpel nachzuvollziehbare Kriterien. Gleichwohl kann man die auch kritisieren, weil sie möglicherweise zu einfach sind und nicht unbedingt Macht wieder spiegeln. Es gibt eine intensive Diskussion. Niemand weiß ganz genau momentan, wer davon erfasst sein wird und wer nicht davon erfasst sein wird. Es gibt noch keine Liste momentan. Ist vielleicht auch nicht notwendig, weil das ja noch Vorschläge sind, aber es wird sicherlich die Diskussion um die Vorschläge auch befruchten, wenn wir schon genau wissen werden, wer das alles sein kann. Es ist aber so, dass, was man so an Quellen findet, ist wohl deutlich mehr als die 4 eben schon genannten GAFA-Unternehmen sein werden, die davon erfasst sein könnten. Also auch Unternehmen wie etwa Zalando könnten bald unter diese Rubrik fallen. Die haben noch nicht 45 Millionen Nutzer in der Europäischen Union, wenn ich die letzten Zahlen richtig gesehen habe, aber sie sind auf dem besten Weg dahin, das zu erreichen. Das stellen sich also hier Fragen, ob das möglicherweise sogar zu viele Unternehmen erfassen könnte. Also das heißt, die Definition des Gatekeepers ist sehr einfach. Da löst man sich noch viel stärker von den Kartellrechtskriterien und macht das an recht simplen Zahlen eigentlich fest. Es gibt dann auch noch den zweiten Ansatz, dass man sagt, selbst wenn diese Zahlen nicht erfüllt werden, kann, und das ist dann ähnlich wie im deutschen Ansatz, kann eine Plattform als Gatekeeper definiert werden, und die Kriterien, die hier im Artikel 3 des Digital Markets Act benannt werden, die sind dann relativ ähnlich zu denen, die im deutschen Kartellrecht angelegt sind, jetzt in dem Paragraf 19a, wo dann also eher auch tatsächlich eine Analyse der Macht auf den Märkten stattfinden muss. Was dann, und das ist der ganz große Unterschied zum deutschen Ansatz, jetzt die Europäische Kommission dann vorschlägt, da kommt eine Liste, das sind die beiden Artikel 5 und 6 der neuen des Digital Markets Act, beziehungsweise des Vorschlags für den Digital Markets Act. Das Unternehmen, was dann als Gatekeeper erklärt worden ist oder unter diese Kriterien füllt, das darf eine ganze Reihe von Dingen nicht mehr tun. In Artikel 5 sind verschiedene Dinge genannt, personenbezogene Daten zusammenführen. Es muss gewerblichen Nutzern die Möglichkeit geben, Dinge auch anders zu beziehen als über die entsprechende Plattform. Und ich verzichte mal drauf, die Artikel A bis G hier vorzulesen. Das ist eine ganze Latte von Dingen, die das Unternehmen machen muss. Und Artikel 6 kommt dann, und da ist momentan noch sehr viel Unklarheit, worin sich eigentlich Artikel 5 und 6 unterscheiden, eine ganze Reihe von anderen Auflagen, die auch auf diese Plattformen oder diese Gatekeeper zutreffen. Das heißt, dort möglicherweise noch näher auszuführende Verpflichtungen von Gatekeepern. Das heißt also,
Man darf etwa nicht die Daten, die durch Tätigkeiten von Nutzern auf einer Plattform generiert werden, im Wettbewerb mit diesen gewerblichen Nutzern verwendet werden. Das zielt ganz klar auf den Amazon Marketplace. Also Amazon Marketplace darf etwa nicht die Daten, die sie dort beobachten können im Verkauf und Kauf von Gütern von anderen Händlern nutzen, um selbst dann in Wettbewerb mit diesen Händlern zu treten. Und so sind hier eine ganze Reihe. Das ist jetzt hier A bis K. Sozusagen an Auflagen und Vorgaben gemacht, die diese Gatekeeper nicht mehr verfolgen dürfen. Das Ganze ist anders als beim Bundesansatz des Bundeskartellamts oder dem Deutschen. Hier ist es so, wenn ich ein Gatekeeper bin, gilt diese ganze Palette von Vorschriften für alle Gatekeeper. Das Bundeskartellamt, § 19 Artenansatz, man wird es erklärt, dass man eine Ümü-Plattform ist, also diese Plattform von überragender marktübergreifender Bedeutung. Und dann macht das Bundeskartellamt bestimmte Vorgaben, basierend auf den Geschäftsmodellen oder auf den Problemen, ja, aus dieser Liste, die dann im Absatz 2 von dem § 19a sind. Das heißt also, hier hat man eher den Ansatz, dass man sagt, wir versuchen maßgeschneidert für dieses Unternehmen, dem machen wir die eine Verpflichtung, im anderen Unternehmen machen wir eine andere Verpflichtung. Also etwa würde man denken, bei Facebook spielt das Thema der Selbstbevorzugung eigener Dienste eine sehr untergeordnete Rolle. Da ist eher die Kombination von Datenbeständen das Problem. Auf anderen Plattformen spielt eher der Zugang zum App Store eine Rolle. Das ist das typische Apple-Problem, was intensiv diskutiert wird, dass man dort keinen konkurrierenden App Store eröffnen kann im Apple-Ökosystem. Das heißt also, die Probleme sind unterschiedlich und das Bundeskartellamt kann in dem Sinne maßgeschneidert Vorgaben aus dieser Liste machen. Während die Kommission den Vorschlag hat, für alle Gatekeeper gelten alle Regeln tatsächlich. Also das ist ein etwas One-Size-Fits-All-Ansatz, muss man sagen. Also hier werden eben auch Facebook-Vorgaben gemacht. Man sagt, die sind eigentlich eher für Apple sinnvoll, beziehungsweise Amazon werden Vorgaben gemacht, die vielleicht eher für Google sinnvoll sind, weil die Geschäftsmodelle eben doch sehr unterschiedlich sind. Amazon beispielsweise hat kein werbebetriebenes Geschäftsmodell, sondern finanziert sich im Wesentlichen aus Kommissionen. Apple hat auch kein werbebetriebenes Geschäftsmodell. Facebook und Google haben prinzipiell werbefinanzierte Geschäftsmodelle. Die sind zwar alle mächtig, aber die Probleme sind eben doch unterschiedlich. Und das Zweite, was kritisch ist an dem EU-Ansatz, also abgesehen davon, dass man also möglicherweise zu viele Plattformen erfasst, möglicherweise denen Vorgaben gemacht, die gar nicht ihre Probleme betreffen und deswegen überbordend sein können, gibt es auch keine Möglichkeit, wie jetzt das deutsche Kartellrecht angelegt hat, dass die Unternehmen sich verteidigen können und Gründe darlegen können, warum bestimmte Praktiken doch effizient eben sein können. Also es gibt keine Umkehr der Beweislast, es gibt eine rigorose Verbotsliste. Die einzige Möglichkeit, aus einer bestimmten Verpflichtung herauszukommen, ist nach Artikel 8. Das heißt auf Deutsch gesagt, wenn das Unternehmen kurz vor dem Bankrott steht, also wenn die Rentabilität der Geschäftstätigkeit gefährdet würde oder im öffentlichen Interesse, wenn die öffentliche Sittlichkeit, die Gesundheit oder die Sicherheit gefährdet werden müssen. Das Unternehmen kann aber nicht, und das unterscheidet das von allen anderen Bereichen des Kartellrechts erheblich, Gründe anführen, warum bestimmte Dinge doch sinnvoll sein können. Ich halte das für eine große Schwachstelle im Entwurf der Europäischen Kommission. Gut am Vorschlag der Europäischen Kommission, im Gegensatz zum deutschen Recht, es gibt auch etwas, was besser ist, ist, dass die Kommission sich viel mehr Gedanken gemacht hat darüber, wie man eigentlich diese recht schwierigen Dinge auch umsetzen kann und überwachen kann, dass sie umgesetzt werden. Zum Beispiel wird explizit genannt, dass externe Sachverständige, hier denkt man natürlich insbesondere Informatiker, die überhaupt diese Algorithmen verstehen, die da verwendet werden, genutzt werden können und diese auch Zugang zu den Daten bekommen. Hier ist eigentlich sowas, wie was man in der Geldpolitik so eine Art whatever it takes sozusagen Satz drin. Die Kommission kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die wirksame Umsetzung und Einhaltung der Verpflichtung zu überwachen. Das heißt, insbesondere darf die Kommission auch in den Unternehmen Zugang zu den Algorithmen sich verschaffen und letztendlich mit Hilfe von externen Experten diese überprüfen. Da ist die Europäische Kommission tatsächlich in den Gedanken weiter als das, was wir bisher im Kartellamt sehen. Da habe ich gewisse Zweifel, dass das Kartellamt das in allen Bereichen überhaupt allein kann. Also wie so häufig, beides hat Vor-
und Nachteile. Wo nichts getan wurde, und damit beende ich das gleich in wenigen Minuten, ist der weder auf europäischer Ebene noch auf deutscher Ebene, und da entzündet sich die Kritik einiger meiner Kollegen, etwa von Tommaso Valletti, Christina Caffara oder Ähnlichen, dass sie sagen, wir hätten auch mehr in der Fusionskontrolle machen müssen. Ich will es gleich sagen, ich halte das nicht für richtig, dass man da mehr hätte machen müssen. Ich halte das für richtig, dass man bei dem bisherigen Ansatz geblieben ist. Was ist eine Killer-Akquisition? Das hört sich ja martialisch an. Das ist etwas, was eigentlich aus dem Pharma-Bereich die Beobachtung haben. Da gibt es gerade jüngst ein interessantes Papier von Florian Ederer und Kollegen im Journal of Political Economy, wo sie beobachtet haben, dass gerade im Pharma- oder auch im agrochemischen Bereich bestimmte Unternehmen andere nur kaufen, damit sie die Forschung, die diese betreiben, wirklich einstellen können, weil sie befürchten, dass ansonsten ein Patent angegriffen wird, was sie selber haben. Ja, deswegen hat es auch diesen Begriff Killer-Akquisition. Jetzt ist diese Idee übertragen worden auf den digitalen Sektor und man hat sich gesagt, ist das nicht die Fusion von oder die Übernahme von WhatsApp durch Facebook oder von Instagram durch Facebook, ist das nicht etwas Ähnliches? Sie versuchen, die aufkeimende Konkurrenz zu ersticken. Das mag durchaus sein, es gibt aber einen großen Unterschied. Im Pharma- oder auch im agrochemischen Bereich kann ich das sehr gut beobachten. Die Forschungspipelines sind sehr, sehr lang. Ich weiß im Prinzip Jahre vorher, was im Prinzip in wenigen Jahren passieren könnte, woran die anderen Unternehmen forschen und was dann in ein paar Jahren auf den Markt kommen könnte, tatsächlich. Das ist im Bereich der Internetwirtschaft völlig anders. Keiner weiß so ganz genau, wer der nächste Konkurrent sein kann. Es kommen immer neue Applikationen und Dienste auf den Markt. Jetzt etwa das Clubhouse, vor dem wusste vor einem Jahr noch niemand, dass das anscheinend populär werden würde. Das heißt also, diese Art der Akquisition ist sehr viel schwieriger, weil ich gar nicht genau weiß, wo der Wettbewerber ist. Und insbesondere ist das für die Wettbewerbsbehörden viel schwieriger zu prognostizieren, was denn jetzt eine Killer-Akquisition sein könnte und was keine Killer-Akquisition sein könnte. Obendrauf kommt noch, dass wir nicht zu verwechseln mit den Killer-Akquisitionen das Problem der sogenannten Kill-Zone haben. Hier gibt es das Argument, dass bestimmte Startups überhaupt nicht mehr an Geld kommen, wenn sie Geschäftsmodelle entwickeln, die denen von Amazon, Google, Facebook zu gefährlich werden könnten, weil sie sagen, da besteht immer die Gefahr, dass die euch dann, simpel gesprochen, platt machen, den längeren Atem haben. Deswegen wollen wir in erster Linie Geld geben für Produkte, die denen nicht zu gefährlich werden. Die Rettung für diese Unternehmen, die Facebook, Google, Amazon und so weiter gefährlich werden, ist häufig darin, dass sie von diesen direkt gekauft werden tatsächlich. Also ein häufiger Exit-Plan von Startups ist, ich möchte, dass Google mich kauft letztendlich. Das ist ein unheimlicher Innovationsanreiz natürlich, wenn man sagt, das macht mich innovativ und erfinderisch in der Hoffnung, dass die mich kaufen können. Wenn ich das jetzt auch noch untersage und sage, die sogenannten großen vier dürfen demnächst die kleinen nicht mehr kaufen, dann ist das völlig unklar, ob das wirklich Innovation befördert. Ich bin da sehr skeptisch und habe die Befürchtung, dass das Innovation sogar abwürgen könnte. Und dann wäre letztendlich zwar das Problem der Killer-Akquisitionen gelöst, aber in etwas dynamischerer Perspektive müssen wir befürchten, dass wir noch weniger Innovationen tatsächlich in diesem Bereich hätten, als wir das in Deutschland ohnehin schon haben. Das heißt also, ich springe hier immer etwas vor, das ist ein sehr schwieriger Trade-off und deswegen halte ich den Ansatz der Europäischen Kommission, auch des Bundes, der Bundesregierung beziehungsweise des deutschen Gesetzes für richtig zu sagen, es gibt ja eine gewisse Substitutionsbeziehung zwischen der Fusionskontrolle und der Missbrauchsaufsicht. Wenn es uns gelingt, etwaiges missbräuchliches Verhalten der Plattform besser abzustellen, das schneller in den Griff zu bekommen, dann ist eine Fusion auch weniger tragisch. Dann müssen wir die Marktstruktur weniger kontrollieren. Wenn es uns nicht gelingt, den Missbrauch zu kontrollieren, dann spielt natürlich die Fusionskontrolle eine wichtige Rolle. Die Fusionskontrolle ist im Grunde nichts anderes als ein Zugeständnis, dass die Missbrauchsaufsicht imperfekt ist. Denn wäre sie perfekt, bräuchten wir keine Fusionskontrolle. Sie ist aber imperfekt. Aber wir schärfen jetzt unheimlich nach bei der Missbrauchskontrolle, bei der Missbrauchsaufsicht. Von daher halte ich es für verzichtbar, parallel auch die Fusionskontrolle zu intensivieren und denke tatsächlich, dass der momentane Ansatz sowohl von VW Vestager als auch von unserer Bundesregierung
richtig ist. Gleichwohl schießt die Europäische Kommission aus meiner Sicht in einigen Bereichen übers Ziel hinaus tatsächlich. Aber wir sind ja auch erst hier noch immer am Anfang des Diskussionsprozesses. Die Vorschläge wurden vor 2 Monaten vorgelegt. Das ist sicher ein Prozess, der ein paar Jahre dauert. Von daher ist da noch Verbesserung möglich. Dabei will ich es belassen, dieser kleine Parforce-Ritt durch die Neuentwicklungen im Kartellrecht, und hoffe, das war hinreichend gut erklärt, dass auch Nicht-Kartellrechts- und Wettbewerbsexperten das halbwegs nachvollziehen können, wovon ich hier geredet habe. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen von Herrn Kollegen Sinn. Ja, lieber Herr Aukap, das war toll. Sie haben uns eine Übersicht gegeben über die Entwicklung im deutschen und im europäischen Wettbewerbsrecht und die Unterschiede herausgearbeitet und auch dargelegt, wie dringend das alles ist. Denn hier ist eine neue Welt entstanden, die irgendwie der Regulierung bedarf. Sie sind ordnungspolitischer Ökonom, klassischer Schule insofern, und da passt das genau. Märkte sind ja nicht Anarchie, wo jeder tun und lassen kann, was er will, sondern wo ein staatlicher Regulierungsrahmen nötig ist, um einen vernünftigen Wettbewerb überhaupt erst einmal zustande zu bringen und die Ausnutzung von Marktmacht, die Monopolisierung, die den ordoliberalen Ökonomen ein Dorn im Auge war, jetzt tatsächlich auch wirksam zu verhindern. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das Ganze geht aber in der Diskussion immer nur von der Sicht der Unternehmen aus. Man hat also fast das Gefühl, dass hinter diesen Gesetzesinitiativen dann irgendwelche anderen Wettbewerber stehen, die sich benachteiligt fühlen und jetzt über die staatlichen Instanzen, die dieses Recht gestalten, die dominanten Player auf dem Markt irgendwie eingeschränkt werden sollen. Das ist ja indirekt auch nützlich für die Verbraucher, die dann das Endergebnis sehen, wenn sie da also irgendwelche Produkte suchen oder überhaupt irgendwas suchen. Aber es ist nicht genau dasselbe. Ich kann mir vorstellen, dass die Verbraucher noch ganz andere Interessen hätten als die, die jetzt hier geregelt sind. Denn ich bin ein solcher Verbraucher. Wenn ich dann irgendwas suche im Internet, dann kriege ich auf der ersten Seite permanent nur irgendwelche Anzeigen von Unternehmen. Ganz egal, was ich suche, welche Begriffe ich eingebe. Ich will gar nichts kaufen, ich will nur was suchen. Und ich werde überschüttet von diesen Werbeanzeigen. Das ist so eine Entwicklung, wie wir sie ähnlich am Zeitungsmarkt schon vor Jahrzehnten in den USA gesehen haben. Dort gibt es ja gar keine richtigen Zeitungen mehr. Also jedenfalls keine lokalen Zeitungen, wie das in Deutschland der Fall ist. Da gibt es nur noch Werbeblätter. Da wird auf der ersten Seite schon alles vollgestopft mit Werbeanzeigen und die Information, deretwegen man in Europa eine Zeitung kauft, die kann man da ja gar nicht mehr bekommen. Da gibt es dann ein paar überregionale, die New York Times und die Washington Post oder so. Aber die normalen Zeitungen, wie in Europa, existieren gar nicht mehr. Und ich befürchte, dass das Internet verkommt in ähnlicher Weise wie das amerikanische Pressewesen, dass es also nur noch eine Verkaufsplattform ist und dass die ganzen Rechtsstreitigkeiten und rechtlichen Entwicklungen sich darum drehen, diese Verkaufsplattform zu organisieren. Wie können wir denn das Internet auch als Kommunikationsmedium und Informationsmedium für Menschen retten? Kann man nicht einfach mal sagen, alles, was kommerziellen Charakter hat, kommt erst ab Seite 2 und auf Seite 1 muss Google einfach mal das bieten, was hier nicht kommerziellen Hintergrund hat. Also wie kommt der Verbraucher überhaupt stärker in dieses Spiel hinein? Was kann man denn da eigentlich machen? Das ist ein wichtiges Thema. Das ist auch ein Thema, würde ich sagen, was tatsächlich ein breiteres ordnungspolitisches Thema ist, was natürlich kartellrechtlich in dem Sinne nicht adressiert werden kann. Und Paul Romer, nicht gerade unbekannter Ökonom, hat schon mehrfach vorgeschlagen, auch in großen Artikeln in den New York Times und so ähnlich, eine Advertising-Tax etwa einzuführen. Ja, also sagen, brauchen wir nicht eine Werbesteuer? Das ist ja
sag mal, im kleinen Einmaleins der Ökonomie auch der erste Ansatz. Wenn man sagt, wir haben das Gefühl, dass es zu viel von etwas gibt, dann sollte man es besteuern, in der Hoffnung, dass es dann weniger davon gibt tatsächlich. Das wäre aus vielerlei Gründen kann das ein interessanter Ansatz sein. Es gibt auch industrieökonomisch natürlich zahlreiche Modelle, die zeigen, dass durchaus auf Märkten zu viel Werbung entstehen kann, also zu viel um die Aufmerksamkeit, so eine Art Rattenrennen, sag ich mal, entsteht. Jeder versucht, den anderen nur noch zu überbieten, ohne dass es noch einen wirklichen Mehrwert hat. Tatsächlich, das wäre eine Idee, die, glaube ich, sich lohnt, ernsthaft weiter zu verfolgen. Würde gegebenenfalls auch ein paar dieser steuerlichen Debatten, die wir rund um die Besteuerung digitaler Dienstleistungen haben, lösen, helfen. Sage ich mal so. Andererseits muss man natürlich sehen, dass diese Werbefinanzierung, die Verbraucher sind eben auch heterogen, sozusagen. Es gibt, daran liegt eine Chance, weil sich dann auch unterschiedliche Produkte herausbilden können, tatsächlich. Es gibt natürlich Menschen, die in die Werbung, die sich durch Werbung, sagen wir mal, weniger gestört fühlen, denen es primär wichtig ist, dass sie nicht zahlen müssen in Geld. Ja, so sehen wir es auch. Es gibt auch Leute, die gucken gerne RTL, Pro7 und Sat1, obwohl für meinen Geschmack mir das auch zu viel Werbung ist. Und es gibt Leute, die sind auch bereit, stattdessen für Netflix oder andere Pay-TV-Kanäle Geld auszugeben, tatsächlich im Wissen, dass da weniger Werbung tatsächlich erfolgt. Hier sind wir sogar in einer Situation, ich will jetzt nicht allzu weit ausschweifen, aber natürlich ist da eine Gefahr, die ich sehe, dass dass man verhindern muss, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sag ich mal, sich zu sehr ausbreitet, in gewisser Weise, und dann der privat finanzierten Angeboten das Leben so schwer macht, also so viel Platz einnimmt, dass letztendlich für privat finanzierte Medienangebote kein Platz mehr übrig bleibt. Wir haben ja hier einen sehr großen öffentlichen rechtlichen Rundfunk mit sehr viel tatsächlich auch Angeboten im Internet. Und natürlich macht das anderen kommerziellen Angeboten das Leben schwer, wenn durch meine Gebühr oder meine Abgabe ohnehin schon bezahlt ist, die Bereitschaft da zusätzlich noch mal etwas für das Abo der FAZ, NZZ, Süddeutschen Zeitung auszugeben, nicht befördert wird, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja, das ist ein Abwägungsproblem, aber ich muss sagen, ich habe also viel Sympathie für diesen Standpunkt, dass man Werbung einschränkt, gerade auch unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, denn diese Werbung ist ja häufig gar nicht informativ, sondern suggestiv und absorbiert eigentlich nur die Zeit der Menschen und ist im Grunde zwischen den Herstellern großenteils ein Nullsummenspiel und auch für die Verbraucher nicht so fürchterlich sinnvoll. Ich sehe aber die Gegenargumente und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema für die Marktwirtschaft überhaupt. In dem Zusammenhang, auch nochmal aus der Sicht der Verbraucher, wenn man also irgendwo was erfahren will, dann muss man gleich akzeptieren, dass da Cookies gesammelt werden. Und dann gibt es bei einigen eine lange Liste von Dingen, die man dann ankreuzen soll, ob man das nun ein bestimmtes Recht dem Unternehmen gewähren soll für Datensammlung oder eben nicht gewähren soll. Das ist ja alles fürchterlich komplex, als könnte man sich, wenn man nur mal schnell was sucht, erst mit diesen Details beschäftigen, die dahinter stehen. Ist nicht dieser ganze Bereich auch strikt zu regulieren, in dem Sinne, dass also weise Leute wie Sie und andere in der Vermutung dessen, was die Verbraucher gerne wollen, für sie eine Entscheidung treffen. Also eine auch in einer Demokratie und einer offenen Gesellschaft kann man nicht alle Entscheidungen nur immer individuell treffen, wenn das die Kosten der Informationsbeschaffung für das Individuum prohibitiv hoch sind, dann ist es sinnvoll, dass man durch demokratischen Entscheid Fachleute ansetzt, um im vermuteten Interesse der Normalbürger hier zu regulieren. Was sagen Sie dazu? Das ist ein ganz diffiziles Problem, finde ich. Wir haben hier
Wir haben ja eine Situation mit, sagen wir, relativ strikten Datenschutzstandards in Deutschland. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung auf der europäischen Ebene. Und wir sehen auch hier eine sehr große Heterogenität der Menschen. Es gibt einige, die sind relativ freigebig mit ihren Daten und denen macht das auch relativ wenig. Ich selber gehöre auch dazu. Sagen wir so, mich hätte das zum Beispiel in der Corona-App nicht gestört, hatte das Glück, ich bin nie infiziert worden, aber wenn Leute danach gewarnt worden wären, dass sie mich getroffen hätten. Tatsächlich. Andere kann ich verstehen, die möchten das vielleicht nicht und möchten anonym bleiben und deswegen haben wir diese sehr anonyme Warnhinweise. Irgendwann in den letzten 14 Tagen hast du irgendwo einen getroffen, der möglicherweise gefährdet war. Dass man hier nicht, hier haben wir uns sozusagen einen sehr strikten Standard verordnet. Es ist aber nicht immer klar, dass das zum Vorteil aller ist, dass man nicht mehr Wahlmöglichkeiten tatsächlich schafft an dieser Stelle. Und das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber bei den Unternehmen ist es ja nicht ganz unähnlich. Es gibt durchaus Leute, die sagen, ich bin bereit, bestimmten Unternehmen relativ viel über mich zu erzählen, weil ich weiß, dass ich dann im Prinzip die Angebote auch erhalte, die mich interessieren. Ich bekomme dann, also früher, ganz früher weiß ich, da hat man Spam immer sehr viel bekommen, alle möglichen E-Mails mit allen möglichen Quatsch, der überhaupt nicht interessiert hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das, wenn die Angebote maßgeschneiderter werden? Ist das eigentlich nachteilig für mich? Also ich kriege jetzt primär Werbung für den Weinhandel angezeigt, würde ich sagen, interessiert mich im Zweifel auch mehr als Werbung für andere Dinge, die ich eh nicht konsumiere. Ist das ein Nachteil? Ja, das ist schon richtig. Das ist der Vorteil, dass also man dann Produkte angeboten bekommt, die man möglicherweise auch kaufen möchte. Das Problem ist nur, es gibt so viele Wahlmöglichkeiten dessen, was man da akzeptieren möchte. Und man überschaut gar nicht, was man da entscheidet. Das ist ja alles im Kleingedruckten sozusagen, kann man irgendwo finden. Keiner hat die Zeit, sich da zu informieren, um dann überhaupt eine rationale Wahl zu treffen. Da sind wir ja nur noch dabei, auf irgendwelchen Google-Plattformen zu lesen, was deren Bedingungen sind. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen ja auch noch Zeit für unser anderes Leben. Also in diesen Dingen bedarf es einer durch Fachleute festgelegten vermuteten Präferenz der meisten Bürger und danach sind Standards zu setzen. Das ist ein altes Thema auch aus unserer Wissenschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel Arzneimittel habe oder so, ja, das steht da im Kleingedruckten. Ich könnte ja auch die Auffassung haben, die Leute sollen sich die Arzneimittel kaufen, wie sie wollen. Steht ja hinten drauf, was da drin ist und dann können sie ja in der Fachliteratur nachlesen, wie gefährlich das ist und dann eine rationale Entscheidung treffen. Ja, also in einer solchen Welt sind wir nur noch dabei, uns in der Fachliteratur zu informieren darüber, wie gefährlich bestimmte Inhaltsstoffe sind. Das kann doch nicht sein. Wir müssen ja auch noch Zeit für den Rest unseres Lebens haben. Also ist es rational, solche Fachentscheidungen auch im Sinne eines wohlverstandenen Liberalismus zu delegieren an Fachgremien, die dann eine vermutete Präferenz der Nutzer berücksichtigen und dann Mindeststandards für Qualität von Produkten festlegen oder auch Höchstwerte für gefährliche Inhaltsstoffe festlegen bei Produkten. Da hört die freie Entscheidung des Individuums auf, weil die Informationskosten so riesengroß sind. Und das sehe ich im Internet permanent. Also diese Entscheidung da über die Cookies, welche Art man will und nicht, das ist absoluter Käse. Das muss beseitigt werden durch Festlegung der staatlichen Autorität, was da erfragt gemacht werden darf und was nicht. Das ist meine persönliche Meinung der Kombination aus ökonomischem Vorwissen und der Aktivität als normaler Nutzer. Das Dilemma ist ja, die Datenschutzgrundverordnung hat uns diese Wahlmöglichkeiten beschert, sag ich mal in gewisser Weise. Bevor wir die hatten, da war vielleicht die Voreinstellung falsch. Der Trick ist hier, glaube ich, mit den Voreinstellungen zu arbeiten. Was ist die Default-Option?
sozusagen. Und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das muss zwangsläufig, also gewisse Mindeststandards mag das geben, aber ich würde die nicht zu hoch setzen. Ich würde sagen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also auch das Recht, wem ich was gerne über mich erzählen sollte, das sollten wir unangetastet lassen. Die Frage ist nur, was ist die Voreinstellung, sozusagen, die gewählt wird? Und dann muss es möglich sein, sich daraus zu lösen und zu sagen, ich erzähle auch gerne jemandem viel mehr über mich, als der, wenn der mich fragt, wenn ich glaube, dass mir das bestimmte Vorteile verschafft, weil der mir ein besseres Angebot machen kann. Also von daher, da gebe ich Ihnen recht. Ich weiß aus der Diskussion mit Juristen, wie schwierig das ist, sozusagen da eine vernünftige Klassifikation zu machen. In anderen Bereichen, wir haben ja die Diskussion über die Lebensmittelampel etwa, was ist rot, was ist grün, was ist gelb, und ich weiß, wie schwierig die Diskussion da war, überhaupt sozusagen das so zu verdichten. Und die Gespräche, die ich so hatte mit den Juristen im Bereich des Datenschutzes und so weiter, die haben mir ein bisschen die Hoffnung genommen, sag ich mal so, dass man da so ähnliche simple Dinge, sag ich mal, entwickeln könnte, wie eine Ampel. Vielleicht denken Juristen auch zu komplex und vielleicht muss man da andere heranlassen, ich weiß es nicht. Prinzipiell gebe ich Ihnen da völlig recht. Das ist so ein Ansatz, wo man sagt, wir haben ein gewisses Voreinstellungssystem und dann muss es möglich sein, in nicht allzu schwieriger Sprache, ohne dass ich mich durch drei Seiten Text quäle, sozusagen meine Voreinstellungen tatsächlich zu ändern, dass wir in diese Richtung kommen müssen. Ja. Ja, ich sehe die Position der Juristen, aber da habe ich eben meine großen Sorgen. Diese juristische Diskussion ist getrieben immer vom Anbieterinteresse. Das Interesse der vielen Nachfrager kommt hier gar nicht richtig auf. Die Streitigkeit vor den Gerichten, wo es richtig um viel Geld und geht, dass hier verteilt wird und auch verdient werden kann durch die entsprechenden Anwälte. Das sind immer Streitigkeiten zwischen den Firmen. Das sind nie Streitigkeiten, wo die einzelnen kleinen Kunden in irgendeiner Weise involviert sind. Ich glaube, das Problem ist noch ein bisschen anders. Sogar, weil die Juristen in gewisser Weise, anders als wir Ökonomen mittlerweile, manchmal die Rationalität der Verbraucher zu hoch einschätzen und sagen, wenn wir denen jetzt möglichst viele Wahlmöglichkeiten geben, wie sie an- und ausklicken können, sozusagen, dann ist das Problem gelöst, sozusagen, und berücksichtigen vielleicht nicht hinreichend, dass der normale Mensch keine Lust hat, wie Sie sagten, den Beipackzettel durchzulesen oder sozusagen sich, es geht mir ja genauso, dann, ich habe dann auch keine Lust durchzuklicken, welche Cookies will ich und wofür sind die eigentlich und so weiter. Man klickt dann doch immer auf alles akzeptieren. Ja, viele machen das so. Und da, ich glaube, da ist der paradoxe Ansatz, dass wir vielleicht schon erkennen, dass die Leute Informationskosten haben und Kosten, das alles durchzulesen. Und manchmal zumindest bei den Juristen noch die Vorstellung vorherrscht, wenn ich denen das nur alles anbiete, dann können die Leute ja frei entscheiden, was sie wollen. Ja, ja. Das ist die Sichtweise. Und da kommt irgendwie die Praktikabilität der Politik irgendwie tatsächlich zu kurz und auch tiefergehende ökonomische Analysen kommen, glaube ich, zu kurz. Das ist ein Thema des gesamten Wettbewerbsrechts, was nur ein Verteilungsstreit zwischen den Firmen ist und weniger getragen ist vom Grundgedanken Eukens, dass die Verbraucher vor der Monopolisierung geschützt werden sollen. Dieser Grundgedanke ist eigentlich im Hintergrund noch da, aber er geht verloren bei dem Verteilungsstreit zwischen den Firmen, die da um den Kuchen kämpfen. Das ist ein tieferes Thema, glaube ich. Da wir hier beim Internet sind, es ist ja auch viel Kommunikationsmöglichkeit da. Darüber haben Sie jetzt gar nicht gesprochen, sondern Sie haben es nur im Hinblick auf dieses Wettbewerbsthema gesehen. Aber auch da, der Markt für Informationen ist ja auch ein Markt. Und da gilt ja auch, müssen ja auch irgendwelche Wettbewerbsregeln indirekt gelten. Also wir haben viele Plattformen, die lassen, und die meisten eigentlich, anonyme Stellungnahmen zu von Leuten, die sich gar nicht mit offenem Visier dort zeigen. Das führt also in der Politik zu geradezu chaotischen Stellungnahmen, die unterirdisch sind bisweilen, wo sich niemand verantworten muss. Es führt zu Anschuldigungen von gegenüber Politikern, die von Menschen hier gemacht werden, die ihre Anschuldigung gar nicht mit offenem Visier machen. Die kann man gar nicht verfolgen, wenn sie da irgendwas Falsches sagen. Es ist sehr, sehr problematisch. Wir haben
heute den Brockhaus nicht mehr. Wir haben Wikipedia. Brockhaus wurde geschrieben von Fachleuten, nicht? Die Artikel. Das war dann auch belegt durch entsprechende Literatur. Wikipedia ist eine Plattform, wo anonyme Leute, die sie gar nicht kennen, die sich gar nicht äußern, irgendwas hinschreiben, was stimmen kann oder auch nicht, und dann einem Mehrheitsentscheid der Nutzer da unterworfen werden. Und dann gibt es Master-User, die kennt auch kein Mensch, die müssen sich auch nicht äußern, die müssen ihre fachliche Qualifikation nicht nachweisen. Es ist hier also ein Darknet des Wissens quasi entstanden unter dem Namen Wikipedia. Das ist im Bereich, wo es naturwissenschaftlich einhergeht, nicht so schlimm. Aber sobald es ins Geschichtliche geht, wird es sehr problematisch. Sobald es ins Gesellschaftswissenschaftliche geht, wird es extrem problematisch, weil ja letztlich nur politische Gesinnungen da zur Filterung von Fakten und Informationen führen. Die Informationen sind dann meistens nicht falsch, sie müssen ja auch irgendwo belegt sein, aber sie sind gefiltert. Und durch die Filterung, die da von völlig anonymen und, würde ich meinen, häufig auch nicht fachkundigen Gremien vorgenommen werden, entsteht also eine ganz gefährliche Verzerrung des Wissens, die sich auf einer zweiten Ebene bewegt zu dem Wissen der Fachwissenschaft. Ja, also wir sind Wissenschaftler an den Universitäten, Professoren, da haben wir eine interne Kommunikation. Wir glauben, wir hätten die Wahrheit gefunden oder auch nicht, und wir streiten um die Wahrheit nach bestimmten Kriterien. Und völlig unabhängig davon ergibt sich hier eine zweite Ebene der Wahrheitsdefinition in Form dieser Wikipedia und ähnlichen Medien, wo Wahrheiten neu definiert werden. Durch neue Auswahl von mehr oder weniger obskuren Quellen wird also eine Wahrheit erzeugt in den Köpfen der Menschen, die da nachschauen, die mit der wissenschaftlichen Wahrheit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich finde das hochproblematisch auch. Und das ist auch etwas, was eigentlich dem Wettbewerbsrecht hier vorgelegt werden muss als Gegenstand. Aber es gibt hier zu wenig ökonomische, zahlungskräftige Interessen Einzelner, als dass hier der Gesetzgeber sich hinreichend mit diesen Fragen beschäftigt. Was ist Ihre Meinung dazu? Wir haben im Bereich des Wettbewerbsrechts, konzentrieren wir uns ja tendenziell auf Macht, auf Märkten, die in irgendeiner Weise eine Art Marktbeherrschung oder mal etwas salopp gesprochen um die sehr großen Player auf Märkten. Die bei der Informationsverzerrung und der, sag mal, Falschdarstellung von Informationen etc. haben wir ein Problem, was häufig gar nicht so sehr an ökonomischen Machtkriterien anknüpft. Und deswegen sagen wir, traditionell hatten wir ja auch schon im Bereich der Medienregulierung Regulierungen, die jenseits des Kartellrechts waren. Also das Recht auf Gegendarstellung etc. knüpft nicht an eine Marktmacht in irgendeiner Weise an, also wenn wir jetzt im traditionellen Bereich bleiben. Und wenn wir uns jetzt angucken, diese verschiedenen Filterblasen und Bubbles, in denen die Leute sich dann befinden und gegenseitig, sagen wir mal, mit Fehlinformationen zuspielen, oder auch das Befund, den man hat, dass sich bestimmte Fehlinformationen viel schneller verbreiten als die Korrekturen dieser Informationen. Etwa, das ist ja ganz gut erforscht, knüpft ja interessanterweise weniger an der Macht an. Also das ist, sag mal, wer die obskurste Idee hat, die irgendwie seltsam erscheint bei Twitter, das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer, hat aber eigentlich weniger mit der Macht von Twitter konkret zu tun. Wikipedia mag dann ein gewisser Sonderfall sein, wobei gerade bei Wikipedia ich den Eindruck habe, dass, also ich vermute, wir waren alle, wenn man unpopuläre Meinungen vertritt, dann muss man, dann dauert das nicht lange, bis an dem Wikipedia-Eintrag herumgefuscht wird, sozusagen von irgendwelchen Agitatoren. Das ist sicherlich ein gewisses Problem, weil Wikipedia vielleicht sogar eine gewisse Macht tatsächlich hat, anders als andere Plattformen. Aber wenn wir uns jetzt angucken, diese neuen Plattformen, die es gab, wie Clubhouse, das jetzt sehr prominent wird, oder andere, das sind ja häufig, oder auch die Blasen und Welten, in denen die Leute sich dann entfernen, sind häufig welche, die gar nicht an traditioneller ökonomischer Macht anknüpfen. Deswegen ist, glaube ich, das Kartellrecht zumindest der falsche Ort,
sozusagen, um diese Probleme in den Griff zu kriegen. Ich glaube, da brauchen wir, das ist eine separate Überarbeitung der Medienregulierung, die da erforderlich ist, die nicht an den traditionellen Machtbeständen anknüpft. Ich vergleiche das häufig so, sage ich, wie im Großen und Ganzen geht es um eine Art von Informationsasymmetrien, sage ich mal so, dass einer dem anderen was erzählt, was gar nicht stimmt, letztendlich. Und das wissen wir ja schon bei von vielen Märkten aus der Ökonomie. Das ist nicht unbedingt ein Problem, was durch Wettbewerb gelöst werden kann. Ja, also das mal ganz einfach gesprochen, das Problem, dass Gebrauchtwagenhändler ein betuppen, das ist nicht ein Problem der Marktmacht der Gebrauchtwagenhändler, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Sozusagen, man sieht, dass sozusagen Plattformen, die eine gewisse Größe haben, versuchen häufig noch stärker gegenzusteuern, weil sie auch viel mehr im anderen medialen Interesse stehen und darüber berichtet wird. Also über Twitter, Facebook wird berichtet, während diese Plattformen, auf denen sich dann gewisse, sag ich mal, Verschwörungstheoretiker treffen, die häufig gar nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, auch viel weniger, die häufig viel kleiner sogar sind, aber in diesen Blasen, in denen sich die Leute dann befinden, letztendlich viel weniger, sagen wir mal, kartellrechtliche Eingriffsmöglichkeiten überhaupt bestehen. Also von daher denke ich, das Kartellrecht, man darf es nicht überfrachten. Ja, man darf nicht versuchen, alle Probleme des Internets mit dem Kartellrecht zu umgeben. Also es gibt auch Probleme, wo wir einfach andere Instrumente brauchen, weil es kein Problem ökonomischer Macht ist. Ja, ja, das ist schon klar. Es ist also Wettbewerbsrecht ist eben aber auch nicht Kartellrecht. Das ist ja eine unglaubliche, das ist ja eine falsche Einengung. Wettbewerb verlangt ja auch Ehrlichkeit der Anbieter. Das Verbot von manipulativer Werbung, man darf nicht lügen über seine Produkte und so, das ist auch alles Themen des Wettbewerbsrechts. Und das meine ich. Nein, nein, das hat nichts mit Marktmacht zu tun. Das ist klar. Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, hier haben wir natürlich das Dilemma, sag ich mal so, dass die Plattformen selber ja nicht in den unlauteren Wettbewerb eintreten. Nicht? Also das ist ja, sag ich mal, wie... es ist aber doch ein Wettbewerb um Ideen. Es ist nicht muss ja nicht ein Wettbewerb sein, nur im Sinne von Zahlung von Preisen auf Märkten, sondern Wissenswettbewerb ist doch auch ein Wettbewerb, ja, der in irgendeiner Form reguliert werden muss. Wir haben Universitäten, wir haben Regeln im System, nach denen diskutiert wird. Im weiteren Sinne sind das auch wettbewerbliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Na gut, ich will das jetzt nicht überdehnen. Das ist ja auch etwas nur, was mir sozusagen von der Nutzerseite, und ich denke, viele Leute sind hier einfache Nutzer, durch den Kopf geht, wenn wir diese Themen hier diskutieren. Ja, will ich auf einen vielleicht Unterschied hinweisen. Also die traditionelle, sagen wir, Tageszeitung oder Fernsehstation hat ja die Inhalte ausgewählt und dann platziert sozusagen. Und von daher war das möglich. Heute bei Twitter ist es ja so, dass nicht Twitter und die Inhalte produziert letztendlich, sondern dass eher so eine Art, wie früher, sagen wir, das Telekommunikationsnetz war, sozusagen, wo Leute ihre Nachrichten durchjagen, sozusagen. Und jetzt versucht man ja tatsächlich sozusagen diese Plattformen, die also die Infrastruktur im Grunde betreiben, verantwortlich auch für die Inhalte zu machen, durch das Netzdurchsetzungsgesetz und Ähnliches. Ja, und das hat Vor- und Nachteile, sozusagen, weil man die Offenheit des Systems einschränken muss, in gewisser Weise. Und das hat auch den Nachteil, dass natürlich je mehr sozusagen wir an Auflagen den Netzen machen, ja, also sagen, ihr seid für die Inhaltekontrolle verfügbar, desto weniger ist es natürlich möglich, für andere überhaupt in Konkurrenz zu diesen Netzen zu treten, weil die Markteintrittsbarrieren, eine neue Plattform zu schaffen, sehr groß sind, je mehr Verpflichtungen ich einem Plattformbetreiber gleich anhänge, damit er sozusagen sich um das ganze Geschehen kümmert. Das ist ein schwieriger Balanceakt, sag ich mal so. Das heißt nicht, dass man das aufgeben muss, aber man muss eine gute Balance finden, wer wann verantwortlich ist für welche Inhalte, das haben wir jetzt überall, also auch Amazon wird für die Aktionen der Händler auf den Plattformen verantwortlich gemacht, etc. Aber das darf meiner Meinung nach erst ab einer gewissen Größenordnung einsetzen, denn ansonsten zementiert diese Monopole, weil nie jemand anderes mehr sozusagen die Chance haben wird,
zu sehen, das ist aus der Sicht der Monopole und der anderen Firmen wieder. Aber man kann es eben auch stärker aus der Sicht des funktionierenden Systems an sich sehen und aus der Sicht dessen, was mit den Verbrauchern hier gemacht wird. Man kann ja auch sagen, bestimmte Dinge sind nun natürliche Monopole, die müssen wir hinnehmen. Und dann müssen wir aber die Monopole regulieren mit dem, was sie machen. Es macht ja keinen Sinn, immer nur Wettbewerb zu erzeugen, wenn es riesige Skalenvorteile gibt. Dann ist es ja vielleicht sinnvoller, tatsächlich eine Konzentration auf einzelne Firmen zuzulassen. Ja, wollen Sie zum Beispiel, wenn wir unsere Word-Funktion nehmen und womit wir schreiben und kommunizieren, wollen Sie das in ein Wettbewerbssystem wirklich überführen, wo dann alle möglichen Standards gelten und die im freien Wettbewerb. Es hat sich hier Microsoft Word etabliert und das ist ja auch sinnvoll. Dadurch kann man Dokumente sehr leicht austauschen. Das macht doch gar keinen Sinn, da noch mehr Wettbewerb zu erzeugen, sondern man muss die da sind, regulieren in dem, was sie tun. Um dann die Größenvorteile und die Kommunikationsfähigkeit nicht zu verhindern. Also Wettbewerb ist doch kein Ziel an sich, insbesondere nicht, wenn es natürliche Monopole gibt. Ja, aber das ist erstmal die Frage. Wir sind hier natürlich in einem Markt mit einer unheimlichen Innovationsgeschwindigkeit nach wie vor. Ja, wir sehen also dieses neue Phänomen, sozusagen neue Kommunikationsplattformen bilden sich immer noch hinaus. Ja, also Clubhouse, das kannte vor einem halben Jahr keiner. Sag ich mal so. Ja, das natürlich sind die Plattformen, die heute etabliert sind, ist ja nicht kein Zufall. Ja, Mark Zuckerberg möchte gerne die Datenschutzgrundverordnung sozusagen auch in Amerika haben und so weiter. Sozusagen, weil die natürlich wissen, je mehr wir die mit Regulierung überziehen, desto weniger werden Neulinge eine Chance haben, in den Markt zu kriegen. Und jetzt kann man natürlich uns sagen, so das kann uns egal sein, aber das heißt dann auch, dass Innovation uns egal ist. Sozusagen, weil ein statisch reguliertes natürliches Monopol wird keine Innovation hervorbringen und die staatliche Regulierung wird die erst recht nicht hervorbringen. Und Innovation ist ja nur etwas, was Verbraucher, also es gibt zumindest einige Verbraucher, die Innovation schätzen. Ja, sonst würden sie diese neuen Dienste nicht annehmen. Ja, gut. Das ist natürlich auch richtig. Man muss immer die Kompromisse finden und die Argument spielt einfach eine Rolle. Aber nehmen Sie da mit dieser Brücke das Beispiel, das Sie genommen haben. Da ist eben eine Brücke, die zu dem Bahnhof hinführt. Da muss man akzeptieren, dass es auch nur eine Brücke bleibt. Und ein Wettbewerb, um verschiedene Brücken herzustellen, macht überhaupt keinen Sinn, weil sich das nicht lohnt. Es gibt eben diese Größenvorteile. Also muss man den Zugang zur Brücke steuern durch Verordnungen, nicht? Das ist ja doch der andere Ansatz, über den Sie auch geschrieben haben. Und der ist ja in vielerlei Hinsicht sinnvoll. Genau. Und das wäre dann die Regulierung der natürlichen Monopole als Alternative zu der Betonung des Wettbewerbs, weil der Wettbewerb diese natürlichen Monopole kaputt macht. Das ist also diskutierbar, in welche Richtung man hier dieses ganze System weiterentwickelt. Ich weiß auch nicht, inwieweit diese Innovationen tatsächlich so sehr nur Vorteile für die Verbraucher gebracht haben. Im Prinzip hat das Internet Vorteile gebracht. Klar, wir können heute uns breit informieren, wir können uns austauschen, auch auf niedrigeren Ebenen. Wir haben einen gewaltigen Markt geschaffen. Das ist eben ein riesiger Vorteil. Aber andererseits werden wir überschüttet und dominiert in unserem Leben durch diese Innovationen, die sich da ergeben. Also da sind ja auch irgendwelche Grenzen sichtbar dessen, was da kommt. Also Innovation ist doch auch kein Wert an sich, sondern das ist etwas, was sich dann, was herausgefiltert werden muss. Gute und schlechte Innovationen und Innovationen, die nur mehr Vielfalt und nur noch mehr Verwirrung und noch mehr Indoktrination durch diese kommerziellen Medien bringen in das menschliche Leben hinein. Das kann es doch auch alles nicht sein. Also es gibt ja ganz, also ich meine, letztendlich werden ja die Innovationen, habe ich den Eindruck, nur nicht jede Innovation wird angenommen. Nicht? Also die Innovationen werden nur angenommen, wenn hinreichend viele Leute die irgendwie interessant finden.
in diesen Bereichen. Also wenn ich eine Innovation habe, wo die Leute merken, das ist nichts als Betrug, dann hat die vielleicht kurzfristig Erfolg, aber das ist ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil so doof sind die Leute dann doch irgendwie nicht. Und natürlich gibt es Innovationen, die sind ganz unterschiedlich, aber so Dinge wie, wer läuft heute noch mit dem Faltplan durch die Stadt? Wenige tatsächlich, ja, kann man sagen, das ist ja ein unheimlicher Verbrauchernutzen, ja, die Leute und die ganzen Navigationssysteme, alles Mögliche, muss man sagen, das ist ja also großartig im Grunde genommen, ja, und so gibt es natürlich viele andere Dinge, wo man sagt, das macht anderen das Leben schwer, ja, aber macht gerade für die Verbraucher das Leben natürlich einfach, sonst hätten sie diese Innovation vermutlich nicht angenommen, wenn sie das so schrecklich gefunden hätten. Und das ist natürlich gerade im Medienbereich, wenn Sie anguckt, ja, da gibt es jetzt neue Angebote wie Spotify, das macht den Radiostationen das Leben schwer und so weiter. So ist das sozusagen. Und das macht natürlich, wir haben da aus meiner Sicht immer noch zu viel, gerade was die Innovation angeht, sind wir immer noch zu sehr in dem Vorsichtsmodus. Letztendlich auch, was, wenn man jetzt auf andere digitale Dienstleistungen zum Sprechen kommt, ja, das Taxigewerbe sträubt sich natürlich gegen Uber, die Hotels sträuben sich gegen Airbnb, die Buchhändler sträuben sich gegen die E-Books und so weiter. Wir sehen das sozusagen, aber das sind diese Abwehrhaltung gegen Innovation kommt häufig aus meiner Sicht eher von den etablierten Anbietern im Markt, als dass die Verbraucher die nicht haben wollen, die Innovation. Ja, das gilt im Einzelfall. Aber andererseits haben Sie ja doch in Ihrem Vortrag beschrieben, verzerrend der Wettbewerb ist. Wir haben diskutiert, dass wir Genau. überschüttet werden mit der Werbung. Wir haben das Roma-Argument diskutiert. Das ist doch ein Auf jeden wirklicher Punkt. Ja. Der Umfang von Werbemüll, will ich mal sagen, der heute auf die Menschen hereinprasselt, wenn sie einfach nur normale Informationen haben wollen, den sie aber akzeptieren müssen, weil es im Moment nicht anders organisiert ist. Das ist auch in der Summe ein Ergebnis, eine Innovation, die der Markt hervorgebracht hat, aber in sich doch nicht in dieser Form sinnvoll ist. Wir Das stimmt, die kriegen doch Perfektion werden nicht erreicht. Externalitäten. Es ist ja nicht alles sinnvoll, was der Markt hervorbringt. Externalitäten gibt es haufenweise, die zu Marktverzerrungen führen. Und gerade im Informationssektor ist das ja in extremem Umfang der Fall. Na gut. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Das Beispiel, was ich eben gesagt habe, Wikipedia ist natürlich das Paradegegenbeispiel, weil das völlig werbefrei ist. Das Ganze, das ist auch imperfektes Geschäftsmodell, aber weil wir andere Probleme haben. Und letztendlich ist es ja sozusagen die alte Einsicht schon von Ronald Coase, kann man sagen, wir leben in einer imperfekten Welt. Ja, die Perfektion werden wir nicht erreichen und ich sehe auch die ganzen Externalitäten und so weiter, aber ich sehe natürlich auch dass in staatlichen Behörden auch nur Menschen arbeiten, die auch nicht fehlerfrei Ja, ist klar. sind. Und Ja. da ist dann immer die Frage. Das ist unsere traditionelle volkswirtschaftliche Diskussion, nicht? Der Umstand, dass es Marktfehler gibt, heißt ja nicht, dass der Staat das machen muss, weil es ja auch Regulierungsfehler geben muss. Es ist ein Abwägungsproblem. Und wo das Optimum im Einzelnen liegt, ist ein bisschen unklar. Nur eine Rechtsdiskussion, die getrieben wird von den Firmen, die da im Wettbewerb stehen und wo die Verbraucher selber, weil sie ein viel zu diffuses Interesse haben, nicht genug Geld auf den Tisch legen, um diese Lobbys in Bewegung zu setzen und diese rechtliche Diskussion überhaupt mitbestreiten zu können. Das ist ein ganz anderes Thema und das kommt irgendwie ein bisschen, finde ich, insgesamt im Wettbewerbsrecht zu kurz. Lassen Sie mich noch eine Ergänzung da machen, vielleicht. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Deutschland und Europa jetzt bei der sozusagen in der kartellrechtlichen Revolution, so sage ich, nenne ich sie mal, vorangegangen sind, weil die Hauptadressaten sind eben keine europäischen Firmen, ja, sondern prinzipiell amerikanische Firmen. Das ist zwar vielleicht, das ist kein normativ gutes Argument, aber das ist, glaube ich, ein positiv richtiges Argument. Warum das gerade in Europa so passiert ist. Also hier war eben der Lobby-Einfluss der GAFAs, der großen amerikanischen, sehr viel kleiner als in den USA, weil hier spielen die keine Rolle. Hier spielen eher die, sagen wir, europäischen Unternehmen beziehungsweise die europäischen Nutzer, die letztendlich die Wähler sind, eine große Rolle. Naja, gut. Also so könnte man es auch interpretieren. Und dann haben wir also in Europa vielleicht noch eine etwas bessere Chance, die Balance hinzukriegen als die Amerikaner.
oder die Asiaten unter sich es könnten. Ja, ich denke, wir sollten zum Schluss kommen, meine Damen und Herren. Sie haben eine Veranstaltung des Wirtschaftsbeirates Bayern, des Ordnungspolitischen Ausschusses hier miterlebt mit Justus Haukapp, Professor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, ein großartiger Ökonom, der eben uns erzählt hat, was im Wettbewerbsrecht zur Regulierung der digitalen Welt im Moment passiert, insbesondere auf europäischer Ebene, wo er selber an einer großen Studie, die jetzt frisch in diesem Jahr herauskam, mitgewirkt hat. Das Thema bleibt spannend. Wir müssen es beobachten, denn unsere Lebenswirklichkeit, unsere Welt, in der wir uns bewegen, wird zunehmend virtueller und digitaler. Und die Prozesse, die da ablaufen, sind für unser Lebensglück insgesamt von großer Bedeutung. Und da bedarf es eben solcher Fachleute wie Haukapp und anderen, da den richtigen Weg zu weisen. Herr Haukapp, vielen Dank für diesen tollen Vortrag und bis zum nächsten Mal. Alles Gute in der Corona-Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wiedersehen.